Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das aktuelle Unboxing von der Glossybox Men für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die Box im Abo und zahle 25 Euro pro Box und sie enthält halt Beauty-Produkte, Pflegeprodukte für den Mann. Und das finde ich ganz praktisch, das kann ich meinem Freund dann immer so geben, was er halt davon haben möchte. Und den Rest gebe ich dann quasi oder mache ich in eine große Kiste und dann am Ende des Jahres, oh mein Freund hat Husten, am Ende des Jahres packe ich ja auch Adventskalender für die Männer in meiner Umgebung oder irgendwann mal gewinnt auch ein Mann bei meinen Verlosungen, man weiß es nicht, dann kann ich ihm nämlich auch ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket verlosen. Aber in diesem Video gibt es leider keine Verlosung, denn die Box wartet auf uns. Die hat von, also die Größe, ne, ist genauso wie die Glossybox an sich, sie ist halt nur in diesem Matsche, Grün, Grau Design. Ja, von innen haben wir aber auch die Glossybox-Logo-Viecher drin. Und hier haben wir dann einmal, huch, die ist aber ganz schön voll, den Blick in die Box. Da rieche ich noch einmal dran. Es kommt ein sehr frischer, kräuteriger Duft hier raus. Und dann gucken wir mal hier, oh mein Gott, sieht leicht zerstört aus bei mir, ne? Was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Es ist die Beach Days Edition. Oh yes, der Sommer ist da und du bist startklar. Ab zum nächsten Strand, Pool oder einfach irgendwo ans Wasser. Zeit genießen, Freunde treffen und einfach Spaß haben und dein rundum gepflegtes Aussehen, sogar bei Sommerhitze und strahlender Sonne, sowie die perfekte Aftersun-Routine, kümmert sich deine Glossybox Men. Freu dich auf hochwertige Pflege-Highlights, eine tolle Duftinspiration sowie absolute Must-Haves für deinen Alltag, die in der heißen Jahreszeit zu deinen unverzichtbaren Pflegebuddies werden. Versprochen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox Men-Team. Okay, hier hinten sind schon ein paar Produkte abgebildet, hier auch. Die Männer haben jetzt mittlerweile nämlich auch so ein aufklappbares Vieh und nicht mehr nur diese eine Karte, wo vorne was draufsteht und hinten die Produkte halt ganz kurz abgebildet sind. Das finde ich ganz schön und wir haben hier ganz schön viele Produkte drin, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Finde ich cool. 117 Euro wert soll die, glaube ich, haben, wenn ich das eben auf der Homepage nochmal richtig gesehen habe. Normalerweise verschließt dieses schöne Seidenschleifchen das elegant zusammengefaltete Seidenpapier. Das ist jetzt gerade nicht der Fall. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir dann den Blick in die Box und uns lacht direkt eine Maske an. Und zwar eine Fußmaske. Down for the Peel von Grace and Stella. Oh mein Gott, eine Fußmaske. Original ein Paar. Ich meine, das kannst du auch als Frau verwenden, ne? Die meisten Produkte sind eh Unisex. Ist das so eine, also, Hornhautentferner-Maske? Ich weiß es nicht. Steht jetzt so nicht drauf, da gucke ich gleich mal nach. Finde ich aber, wenn hier Peel draufsteht, ist es entweder eine Peeling-Maske mit Peeling-Partikeln oder es macht die Hornhaut weg. Ja, hier steht es auch drauf. 4 bis 5 Wochen und dann geht die ganze Geschichte ab. Das ist für Frauengröße 4 bis 12 und Männergröße 4 bis 13. Ich weiß jetzt nicht, wo da der Unterschied ist bei Männer- und Frauengrößen. Also ich kenne auch die europäischen Größen dazu einfach nicht. Mach deine Füße sommer-ready. Ganz unkompliziert im eigenen Badezimmer. Diese innovative Fußmaske unterstützt dich dabei. Sie lässt harte Stellen an den Füßen verschwinden und pflegt trockene sowie rissige Hautstellen weich und geschmeidig mit coolem Peeling-Effekt. Okay, also innerhalb von 6 bis 10 Tagen nach der Behandlung fängt es an, sich abzulösen. Kostet normalerweise 16,95 Euro. Heidenei. Okay, krass. Dann habe ich hier ein Deo-Stick mit dabei. Sensitive for Men. Ja, das ist dann wahrscheinlich mit einem etwas herberen Duft, als es normalerweise für Frauen wäre. Das ist jetzt von Sebamed. Finde ich aber per se ganz schön. Ich weiß, mein Freund verwendet jetzt nicht unbedingt Deo-Sticks. Das ist jetzt ohne Aluminiumsalze. Ja, es ist tatsächlich eher ein frischerer Duft, aber den kann ich mir auch als Frau vorstellen. Sebamed ist pH-hautneutral, also 5,5 ist der pH-Wert. Deswegen ist es eine sehr verträgliche Geschichte. 48 Stunden halt, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir hier etwas mit dabei, was auch, hatte ich auch schon in Frauenboxen drin. Aber ich finde es gut, dass die Männer auch darauf achten dürfen. Und zwar von Ultrasun mit Lichtschutzfaktor 30, ein Moisturizing Anti-Aging Sun Protection Gedönsen.
Hier hinten steht es auf Deutsch drauf. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine Gesichtssonnencreme. Die hat einen Anti-Photo-Aging-Zellschutz. Krass. Sonnenschutzgel, sensible Haut, nicht komedogen, also nicht pickelverursachend. Und das finde ich cool. Hat einen hohen Schutz. Ich persönlich mag lieber Lichtschutzfaktor 50 oder 50 plus, weil ich ja halt eine sehr, sehr helle Haut habe. Aber sowas kann man auf jeden Fall auch verwenden, ne? Also, Mann, mit Doppel-N. Ja, ich weiß, mein Freund verwendet sowas nicht, weil er verwendet gar keinen Sonnenschutz, das darf ich gar nicht erzählen, ne? Aber er mag das halt einfach nicht. Und ja, aber hier ist auch eine Frau abgebildet, also definitiv können auch Frauen sowas verwenden. Das ist ja kein Problem, ne? Das Einzige, was eigentlich so unterschiedlich bei Männern und Frauen ist, ist manchmal, dass die Männer eine dickere Lederhaut haben, dementsprechend ne, eine etwas andere Pflege, so zum Beispiel auch im Gesicht brauchen und dass die Düfte halt auch ein Stück weit unterschiedlich sind. Aber an und für sich ist es Jacke wie Hose. Dann habe ich hier noch etwas, was sehr, sehr, sehr cool aussieht. Baldessarini Ultimate Shower Gel. 50 ml sind hier enthalten. Ja, im Prinzip so eine Reisegröße. Wir sind jetzt gerade, also mein Freund und ich haben aktuell Urlaub, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir verreisen nicht. Wir haben Balkonien, Terrassenien und Bad Maingarten besucht. Und es war sehr schön. Ich rieche jetzt hier so nichts raus, aber das wird wahrscheinlich auch etwas herber riechen, ne? Das ist dann immer sehr stark parfümiert, wenn das diese Duschgele sind, die halt auch zu diesen jeweiligen Parfums gestaltet wurden. Finde ich aber eigentlich ganz schön. Dann habe ich hier von Kappa einen Duft mit dabei. Petrol Men Eau de Toilette. 60 ml sind hier enthalten. Ich glaube, den lasse ich jetzt aber tatsächlich einfach mal zu. Mein Freund hat jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig Düfte von mir bekommen, weil wir öfters mal welche in Boxen drin hatten. Ich habe durch eine Kooperation noch einen bekommen und also von Michalski hat er den auch bekommen, von Mann, den er gerne mag. Er hat genug Düfte. Das lasse ich jetzt zu, sodass ich das dann demnächst mal meinem Vater oder meinem Stiefpapa oder so schenken kann. Mein Papa hat heute tatsächlich, wo ich das Video drehe, am 24.06. Geburtstag, ein halbes Jahr vor Heiligabend. Vielleicht lege ich ihm das einfach mit dazu. Ich kann aber mal gucken im Heftchen, ob hier drin steht, welche Duftnoten da enthalten sein sollen. Das wäre doch, glaube ich, mal ganz gut. Kraftvoll, aromatisch, maskulin. Dieser Duft ist alles, was du jetzt brauchst. Seine orientalischen Noten fesseln und betören nicht nur dich, sondern jeden, der sich in deiner Nähe aufhält und bringen ein Stück fernöstlicher Faszination in deinen Alltag. Gehüllt in einen stylischen, petrolfarbenen Flakon begleitet dich dieser Duft bei jedem deiner Sommerabenteuer. Selbstbewusst, stark und voller Energie. Ja, hört sich auf jeden Fall nach etwas an, was man auch so gut mal verschenken kann. Das finde ich jetzt sehr interessant, denn wir haben gleich drei Duftproben hier drin. Das ist alles das gleiche. Witzig. Baldessarini Cool Force. Also quasi dreimal ein Milliliter. Das finde ich wirklich sehr interessant. Wird aber dann demnächst mal in den Adventskalender reinkommen. Denn ich weiß, dass die Männer in meinem Umfeld sich da tatsächlich auch mal drüber freuen, wenn ich die einfach anrege, so einen neuen Duft mal auszuprobieren. Das ist ganz cool, so für Papa, meinen Stiefpapa und mein... Oh, wobei, dann fehlt einer. Na, ich brauche noch einen weiteren, weil sowohl meine als auch die Eltern von meinem Freund sind getrennt. Also ich habe ja auch viele Väter, viele Mütter. Ich habe eine große Familie. Dann haben wir etwas drin von eCooking. Das ist eine ganz, ganz, weiß ich nicht, coole Marke, die jetzt öfters auch mal in Boxen vertreten ist. Und das, was ich von denen verwendet habe, hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine Moisturizing for All Skin Types Face Cream. Hier steht auch drauf, für Herren. Und da sind 15 ml drin enthalten. Ist so ein süßes, kleines, edles Pöttchen. Und das finde ich schön tatsächlich. Das gefällt mir. Das ist auch eine... Ich glaube, so eine eher nordische Marke, oder? Riecht mega geil. Sehr cremig, samtig. Und da sind wir halt beim Thema, dass Männer halt eine andere Gesichtspflege brauchen als Frauen, weil dickere Haut und so weiter, ne? Deswegen finde ich das ganz cool, dass wir das so in dieser Größe vor allem mit dabei haben, weil perfekt für... Ey, die ist hier im Hochsommer am Drehen und redet von Adventskalender befüllen, ne? Ist ein Lattenschuss. Ihr wisst das, ihr kennt das. Und dann habe ich etwas drin, das hatte ich letztens selber auch, ich glaube auch in der Glossybox 3 dabei. Replenishing Rapid Recovery After Sun Gel Enriched with Soothing Aloe Vera und Niacinamiden. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Aloe Vera Gel, was man halt super jetzt verwenden kann, wenn man zu viel Sonne abbekommen hat. Da sind 50 ml drin und wenn ich mich richtig erinnere, war das recht hochpreisig. Und das finde ich eigentlich ganz... nett, dass die Männer das halt auch mit reinbekommen. Niacinamide sind ja auch irgendwie so ein Stück weit hautberuhigend, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aloe Vera spendet Feuchtigkeit und das ist gut. Das passt auf jeden Fall.
denn die Sonne ist da, obviously, ne? Dann habe ich hier noch weitere Produkte drin. Also die Box ist wirklich sehr prall gefüllt, ne? Das haben die, glaube ich, auch letztens angeteasert, dass deswegen die Box dann nicht mehr so häufig erscheint, aber dafür mehr Produkte drin sind. 417 Time Control Firming Radiant Matte Mask. Das ist eine Gesichtsmaske mit 20 Milliliter. Genau, das ist so eine, ja, solche Matt-Masks, das sind ja diese Schlammmasken, die sind sehr klärend und das kannst du als Mann, als Frau, als, ne, alles, als jeder Mensch kannst du sowas verwenden. Wenn man halt so ein bisschen Unreinheiten hat oder so ölige T-Zone oder sowas, kann man sich das gut aufgeben. Und ich finde es auch schön, wenn sowas halt im Pöttchen ist, weil dann kann man sich das halt auch astrein dosieren. Ich weiß nicht, ich habe heute ganz schön viele Sprachfehler. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man das drauf lassen soll. Das steht ja, boah, das ist so klein hier hinten drauf geschrieben. Aber hey, hier sind super viele Sprachen. Wahrscheinlich einfach so lange drauf lassen, bis es trocken ist. Das steht jetzt nämlich tatsächlich gar nicht hier drauf, wie lange das drauf muss. Auch gut. Ja, aber finde ich schön. Sowas kann man wirklich gut gebrauchen. Dann haben wir etwas drin von Verso, das ist die Eye Cream. Und da wird sich Nina von Ninas Beauty Welt wahrscheinlich drüber freuen, falls sie die Box auch für ihren Mann bestellt hat, weil sie mag die Marke Verso sehr, sehr gerne. Das ist eine sehr hochpreisige Marke. Die Augencreme mit 7 Millilitern. Und ja, sehr hochpreisig. Sehr, sehr hochpreisig. Deswegen finde ich es auch nice, dass es mit drin ist. Auch Männeraugen brauchen Pflege. Das ist dann aber tatsächlich auch ein Unisex-Produkt, weil die Verso-Produkte, also hier steht nicht explizit drauf für Mann oder Frau, ne? Die Verso-Produkte gab es auch in den Frauenboxen, deswegen. Auch in der Look Fantastic Box. Aber Look Fantastic und Glossy Box gehören ja auch zusammen. Das ist eine große Familie. Und ja, schön. Doch, echt schön. Vielleicht kriege ich meinen Freund mal dazu, Augencreme zu verwenden, bislang. Also am liebsten hätte er ein 5 Millionen in 1 Produkt. Also wirklich ein Produkt, was er für alles verwendet. Gibt es ja tatsächlich auch. Das mag er aber nicht so gerne. Das hatte ich ihm mal irgendwann geschenkt. Ich glaube, das hatte ich ihm in den Adventskalender gepackt. Keine Ahnung. Aber ja. Also, ne, von Kopf bis Fuß Pflege und von Kopf bis Fuß sauber machen. Und am besten super schnell einziehen innerhalb von Sekunden, dass man keinen Schmierfilm hat. Das mag er nicht. Von Naobei habe ich etwas drin. Das ist eine schützende Haarmaske. Da muss ich wirklich sagen, das ist gar nichts für meinen Freund, denn der hat, ich glaube, 3 mm. Da braucht er keine Haarmaske, Leute. Eine schützende Haarmaske und Volumen-Conditioner. Aber es gibt tatsächlich den einen oder anderen Mann in meiner Familie, der sich darüber freuen würde. Wobei, das kann ich auch verwenden. Das ist eine Haarmaske, Leute. Ne? 50 Milliliter. Cruelty-free und vegan steht hier hinten auch noch mit drauf. Und ich weiß gar nicht, wie lange. 3 Minuten lässt man die nur drin. Siehst du, das ist natürlich ein Produkt, das ist für Männer geil. Weil super schnell. Das ist schon wieder ein Träumchen, ne? Also, das wäre jetzt die Box gewesen. Und ich muss sagen, die Männer haben eine gute Ausbeute. Von Kopf bis Fuß gepflegt, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, sauber machen, eincremen. Ich glaube, das kann einen definitiv glücklich machen, was da so drin ist. Und gut riechen halt auch, ne? Also deswegen, mein Abo läuft definitiv weiter. Ich finde es total cool, dass die Box hier immer wieder bei mir einzieht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weil die das ja erneuert haben, wie häufig die so erscheint. Ich habe euch das aber alles mal unten in der Infobox reingeschrieben. So, das war es jetzt auch hier von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!